Wir begrüßen Sie, liebe Fußballfans, am Kommentatorenmikrofon heute Manni Beugmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und Sie sollten mal den Manni Beugmann sehen, der ist richtig heiß auf dieses Spiel. Na, dann legen wir los. Und eine hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit Hannover 96 gegen den SC Freiburg. Mensch, Busche, die Fans, die gehen aber richtig mit. Wahnsinnsatmosphäre heute. Ja, und da macht es richtig Spaß dabei zu sein. Das kribbelt jetzt schon und wir haben ja auch ganz gute Plätze. Und die Spielleitung übernimmt heute Heimo Wasserschneider. Spekuliert. Nun wird hier Fußball gespielt. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Ein herrlicher Pass. Den hat er soeben klären können. Sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Das war kein Grenzfall, das war eine klare Sache. Gelbe Karte. Da sind die Einwurfspezialisten gefragt. Kriegt er ihn? Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Die Eingabe war gar nichts. Der Verteidiger ist auf dem Posten. Situation.
bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen Abseits. Aber ich bleibe Optimist, das wird sich im zweiten Durchgang ändern. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt zu Hause sitzen könnte mit meinem wunderbaren Apfelkuchen auf dem Sofa, das wäre schon eine schöne Vorstellung. Ja, und ich würde mich daneben setzen und wir würden eins garantiert nicht tun, dieses Fußballspiel anschauen. Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Und nun Leon Andreas. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg. Er hat den Ball. Steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Stendel. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Jetzt müsste die Flanke kommen. Spielt mit Köpfchen, der macht einen Kopfball wie gemacht. Für den Torhüter geht da gar nichts. Wunderbarer Treffer, das nennt man dann wohl Kopfballstärke. Es war abschreckend, was hier gelaufen ist, aber jetzt ist der Ball zumindest mal im Tor. Und wir hoffen auf Besserung. Oft tut so ein Tor einem Spiel ja gut. Schmiedemann. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Christian Panda. Ball läuft gut durch die eigenen Reihen. Jetzt muss sich die Lücke auftun. Die Kollegen helfen ihm schön. Julian Andreas. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Aber ein übel Ironie. Ein Wunder, ein Wunder. Schuster. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Jetzt sind die Angreifer auf der Suche nach einer Lücke in der Abwehr. Ich hatte ihn eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auf gleicher Höhe gesehen. Aber der Schiedsrichter ist anderer Meinung. Beide Trainer versuchen noch mal was Neues. Jede Menge Auswechslungen jetzt. Christian Pander. Und Leon Andreas. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Mein lieber Mann, jetzt läuft der Ball aber wie am Schnürchen.
Schlau drauf. Ja, das ist ganz nett anzuschauen. Denken sich auch die Verteidiger, fehlt eigentlich nur noch, dass sie klatschen. Achtung, lässt! Jetzt wird's prickelt. Die Atmosphäre ist aufgeheizt. Das könnte jetzt auch wirklich die Schlüsselphase für die Heimmannschaft sein. Absolut, das könnte den Ausgang des Spiels entscheiden. Und die Frage ist, behalten Sie die Nerven, kommen Sie nochmal. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Gleich mehrere Auswechslungen. Christian Schulz. Dieses Spiel, es endet 1:0.